Wir steuern stark auf eine Rezession zu, mit diversen Unfallrisiken durch die global stark steigenden Zinsen. Aber die Aktienmärkte, sie fallen nicht mehr, sie steigen, und zwar sprunghaft. Ist also schon alles eingepreist? War das Sentiment einfach zu schlecht? Oder ist das eigentlich eine ganz normale, typische Entwicklung innerhalb eines größeren Bärenmarkts? Ich unterhalte mich mit Carsten Storck, der mir einen Bericht aus dem Innenleben einer großen Investmentbank gibt, in der letzten großen Krise. Schauen wir uns das mal an. Manchmal braucht es ganz handfeste Gründe, warum ein Aktienmarkt noch weiter fallen soll und nicht nur irgendwelche möglichen oder schwelenden Krisen. Vielleicht ist gerade so eine Zeit, in der der Aktienmarkt eben steigt, weil keine Krise so ganz deutlich aufschlägt und vieles nur irgendwie noch so am Horizont wabert. Über dieses Thema und wie das in vergangenen Krisen so gelaufen ist, vor allem auch so aus dem Innenleben von der Investmentbank, was da so rumgereicht wird an Themen, das möchte ich heute mal besprechen mit dem Rohstoffexperten und Makroexperten auch, Carsten Storck von Hechler & Storck. Herzlich willkommen, Carsten. Hallo Dennis, vielen Dank für die Einladung. Ja, immer wieder gerne mit dir. Und heute haben wir nämlich eigentlich auch ein Thema, was, glaube ich, ganz viele Leute umtreibt. Denn die ganzen Krisen, die wir aktuell so erleben auf der Welt, die müssen wir jetzt nicht mehr alle durchdeklinieren. Von Krieg über Inflation, steigende Zinsen, Deglobalisierung. Das ist uns jetzt allen bekannt. Aber der Aktienmarkt, er fällt nicht mehr etwa weiter, sondern er steigt, und das sogar mit einer ordentlichen Dynamik. Und man fragt sich ja, wo das herkommt. Und jetzt gibt es einige Gründe, die dafür angeführt werden können. Die einen sagen, es war halt schon alles eingepreist und jetzt ist der Markt bereinigt, wir gehen wieder nach oben. Die anderen sagen, da standen halt einfach zu viele Leute auf der Short-Seite und die werden jetzt wieder aus dem Markt rausgetrieben. Und jetzt wäre aber mal ganz gut zu gucken, wie denn in vergangenen größeren Krisen ja sich der Markt so verhalten hat, ob das auch ein typisches Muster ist, was wir da aktuell sehen. Und zumindest war es ja in den vergangenen großen Bärenmärkten immer wieder so, dass es auch heftige Zwischenrallyes gegeben hat, die den Anschein auch erwecken ließen, dass wir vielleicht so die Krise schon überwunden hätten. Und ein Stück weit kannst du davon auch ein eigenes Liedchen singen, denn die letzte große Krise, die es so gab, also Finanzkrise 2008, hast du ja live aus dem Innenleben von einer großen Investmentbank mitbekommen. Und erzähl doch mal, wann schlugen denn so die ersten Meldungen bei euch auf, dass es eventuell jetzt kritisch werden könnte mit dem Investieren? Ja, also das Interessante an dem Jahr 2007, 2008 war eigentlich, dass die Finanzkrise, der wird ja immer das Jahr 2008 zugeschrieben, und das war in der Tat auch das Jahr, wo der DAX von Jahresanfang bis Jahresende um 50% nachgegeben hat. Aber das Interessante ist, wenn man diese Krise vergleicht, wir sind in der Tat in der Bank damals im Sommer 2007 schon gebrieft worden, dass da was im Argen ist und dass wir uns auf Schlimmeres einstellen müssen. Hervorgekommen ist das damals durch Investments von Bear Stearns, der amerikanischen Investmentbank, die Schieflagen erlitten hat. Und ich habe mir das mal im DAX angesehen. Wir können den Chart vielleicht auch mal anschauen. Also da sieht man ja schön, dass der Markt im Jahr 2006 in einer wunderbaren Aufwärtsbewegung war. Und dann 2007 August, ich habe das mal mit einem grünen Viereck markiert. Man sieht also, danach ist der DAX eher nochmal angestiegen, obwohl eigentlich schon im Markt, zumindest unter den Finanzinstituten, durchaus bekannt war, dass sich hier was anbahnt, beziehungsweise dass hier was aus dem Ruder gelaufen ist. Und ganz interessant, dass der Markt eigentlich bis Jahresende relativ konstant war und der Sell-off dann erst Anfang 2008 begonnen hat. Was lässt das jetzt rückschließen? Das lässt einerseits rückschließen, dass der Markt scheinbar von Sommer 2007 bis zum Januar 2008 gebraucht hat, um diese Informationen zu verarbeiten, und erst dann die Verkäufe gekommen sind. Das wäre so eine Parallele zu heute, warum der Markt jetzt unmittelbar, nachdem wir so ein schlechtes geopolitisches und makroökonomisches Umfeld haben, die Märkte trotzdem hochgehen. Es kommt eine Sondersache vielleicht noch dazu. Und zwar, wir haben uns damals im Herbst und im Winter 2007 schon immer gefragt, warum der DAX so stabil ist und nicht nach unten geht.
Und das kann man vielleicht damit auflösen, dass die SocGen, die französische Bank, hat im Januar 2008 bekannt gegeben, dass die unautorisierte Positionen, Long-Positionen im DAX haben, im Gegenwert von 50 Milliarden Euro. Und diese unautorisierten Trades wurden von einem Händler eingegangen, der dazu nicht die Befugnisse hatte. Könnte natürlich sein, wenn der über einen längeren Zeitraum immer DAX-Future gekauft hat, dass das auch der Grund, warum der Markt nicht gleich reagiert hat und gleich nach unten gegangen ist. Aber Fakt ist, es dauert eine Zeit, bis der Markt das verarbeitet hat, diese negativen Nachrichten. Ja, und man kann das ja sogar dann noch weiterspinnen. Also dann gab es zwar einen kleineren Sell-off im Jahr 2008, im Januar, aber dann ist er ja auch wieder angestiegen. Und so im Mai hätte man ja sagen können, meine Güte, wir haben jetzt ein neues Zwischenhoch erzielt. Vielleicht gehen wir jetzt einfach wieder nach oben raus. Kannst du dazu auch sagen, wie dann so das Gefühl war, eigentlich bis in den Herbst hinein, ehe es dann zu dem ja, starken Crash gekommen ist? Also es könnte natürlich auch sein, dass es so lange gedauert hat, weil die 2007er, 2008er Finanzkrise eine zunächst in sich geschlossene Krise war, die nur Finanzinstitute betroffen hat. Und erst dann in den weiteren Monaten hat man gesehen, wie der Kollateralschaden aussieht. Ich glaube, es ist dem geschuldet, dass im Jahr 2008 zu Beginn es dann von einer Finanzkrise zu einer Vertrauenskrise gekommen ist. Wir erinnern uns, es war erstmalig wieder seit langem der Fall, dass Investmentbanken oder Banken wirklich pleite gegangen sind, die ja auch Produkte begeben hatten. Und so haben die Anleger nicht nur Geld verloren über die fallenden Kurse, sondern sie haben sogar Geld verloren, weil die Produkte einfach nicht mehr da waren, weil der Counterpart nicht mehr da war. Und ich glaube, dieses Vertrauen, das ist momentan in den Märkten noch vorhanden. Also wir haben noch keine Vertrauenskrise. Könnte aber natürlich passieren, wenn die Schuldenkrise in dieser Form weitergeht. Bei den Kryptomärkten sehen wir das ja aktuell, dass so diese Vertrauenskrise gerade um sich greift mit ja der hops gegangenen FTX Group. Okay, gut. Und insofern, ja, das sehen wir am Aktienmarkt natürlich noch nicht. Von daher, aber gucken wir doch mal auf den ein oder anderen Kandidaten, der jetzt ganz handfest irgendwann mal aufschlagen kann, dazu, dass wir so einen Flächenbrand ähnlich wie 2008 bekommen. Ja. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht bleibt ja alles aus und wir kommen sehr glimpflich durch die Krise, haben ein Soft Landing in den USA und ja, konsolidieren vielleicht noch ein bisschen, um dann wieder oben rauszugehen. Aber was sind denn so die großen, ja, möglichen Krisenherde, die auch mal ganz konkret, schnell und ganz konkret aufschlagen könnten? Also du hast es ja schon eingangs erwähnt, also das Umfeld ist ja alles andere als gut für Aktien an sich, ob das jetzt die Ukraine-Krise ist oder ob das die Inflation ist, die steigenden Zinsen. Wir denken, dass es vier Punkte gibt, die man sich näher anschauen muss in den nächsten Wochen und Monaten, weil von denen könnte also eine Gefahr ausgehen, dass es zu einem größeren Sell-off kommt. Das erste ist, man kann es nicht mehr hören, aber sind die steigenden Zinsen und damit kombiniert die Staatsverschuldung, die natürlich in vielen Ländern der Welt gleich aussieht, nämlich mit steigenden Schulden quasi die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und das hat jetzt auch jahrelang ganz gut funktioniert. Der Markt hat das so wahrgenommen. Aber jetzt steigen die Zinsen, weil eben aufgrund von Corona auch die Inflation dazugekommen ist. Und hier bahnt sich ein essentielles Problem unseres Erachtens an. Als Beispiel in den USA. Die Vereinigten Staaten sind mit 30 Billionen US-Dollar verschuldet. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind 30.000 Milliarden US-Dollar. Und bei einem Zins von 4% müssen die allein über 1 Billion US-Dollar, also über 1.000 Milliarden US-Dollar an Zinsen zahlen. Und das ist natürlich für die Budgetplanung des Staates unzureichend. Also es wird sicherlich wieder Diskussionen geben und wir können uns ja erinnern, dass es in den USA im Frühjahr schon öfters so eine Art Lockdown gegeben hat, weil die Staatsbediensteten gar nicht mehr bezahlt werden konnten. Und sollte das wieder eintreten, dann kommt es zu einem Stillstand und das ist meist sehr schlecht für die Aktienmärkte und besonders für den amerikanischen Aktienmarkt. Okay, war schön mal irgendwie konkret aufgezeigt zu bekommen, okay, wie äußern sich jetzt steigende Zinsen? Und dann konkret zum Beispiel, wenn es zu Verhandlungen kommt in den USA, ja, mit in Sachen Staatsfinanzierung. Kann natürlich jetzt noch eine Weile hin sein, bis das tatsächlich mal wieder so weit ist. Von daher kann man höchstens dann sagen, in Anbetracht der aktuellen Umstände, wo wir sehen, okay, es ist jetzt nichts ganz Akutes, dass man eher darauf wartet, bis eine Sache ganz akut aufschlägt. Genau.
Ein weiteres Problem sehen wir in England, in Großbritannien. Auch das haben wir vor einigen Wochen gesehen, wie schnell es gehen kann. Als dieses Finanzpaket announced wurde, ist das britische Pfund kollabiert und war zum Dollar fast 1:1. Erst die Intervention der Bank of England hat dann dazu geführt, dass sich der Pfundpreis stabilisiert hat. Und hier ist es in der Tat so, dass der Grund bei den Pensionskassen zu suchen ist, die natürlich über diese jahrelange Niedrigzinspolitik Anleihen kaufen mussten, die eine dementsprechend niedrige Rendite abgeworfen haben. Die sind jetzt in den Büchern drinnen. Jetzt steigen die Zinsen, es fallen dadurch die Anleihenpreise und wir gehen davon aus, dass die in den Büchern viel zu hoch bewertet sind. Sollte es also hier zu Liquidationen kommen, dann wird das sicherlich für Verwerfungen im Markt sorgen. Wie würdest du denn sagen, könnte man sehen, dass da der Zeitpunkt da ist, wo solche Liquidationen am Markt aufschlagen? Oder würde man das am ersten vielleicht wieder beim britischen Pfund direkt ablesen können? Also wir gehen davon aus, dass man das am ehesten über den Kursverlauf des britischen Pfunds sehen kann und über die Zinsentwicklung in Großbritannien. Jawohl, jetzt hast du erzählt, dass ihr noch zwei weitere Krisenpunkte habt, wo ihr darauf achtet, die jederzeit sozusagen aufschlagen könnten. Was ist denn Nummer drei? Also Nummer drei ist nach wie vor China für uns als Wachstumsfieberthermometer der Welt, wenn man so möchte. Wenn China hustet, dann bekommt die ganze Welt eine Erkältung, so ungefähr ist der Spruch. Aber was es heißt, ist, dass der Immobilienmarkt vor allen Dingen in China extrem heiß gelaufen ist. Das war auch bedingt, also geschuldet den niedrigen Zinsen, steigende Immobilienpreise. Es wurde immer mehr gebaut und geplant. Und dieser Markt hat sich schon letztes Jahr heiß gelaufen. Die Firma Evergrande war der erste mit Zahlungsschwierigkeiten. Mittlerweile gibt es etliche Unternehmen, die in Zahlungsschwierigkeiten sind. Nicht nur bedingt durch den Immobilienboom, sondern auch durch die Lockdowns Covid-19. Und wir gehen davon aus, dass China positive Signale erst senden muss. Sollten aus China weiter negative Wirtschaftsnachrichten kommen, dann wird das sicherlich die Märkte beeinflussen. Genau, da ist es ja im Moment so, dass im Prinzip man ja nichts mehr hört und liest. Aber wenn man sich zum Beispiel jetzt den Evergrande-Chart anguckt oder von anderen Immobilienentwicklern, die sind ja nach wie vor grauenhaft, dann ist aber trotzdem die Frage, ob man das jetzt mal konkret irgendwie aufschlagen könnte. Wahrscheinlich wird ja die chinesische Regierung irgendwie versuchen, das insoweit irgendwie am Leben zu halten, dass man irgendwie sich da durchmanövriert. Aber hättest du da auch ein Indiz für, wann da jetzt konkret für die weltweiten Aktienmärkte da was Nennenswertes draus wird, dass der Aktienmarkt sagt, oha, jetzt müssen wir aufpassen? Also ich denke, wir können es im Falle von China sehr gut an den Rohstoffpreisen ablesen. Denn wenn China wirklich wieder in der Lage ist, wirtschaftlich Aufschwung zu erleben, dann wird die Nachfrage nach Rohstoffen massiv steigen. Das sieht man aktuell. Wir vermuten ja, dass China schon auf den Märkten unterwegs ist und Rohstoffe aufkauft. Man sieht das schön an den Lagerbeständen der Industriemetalle zum Beispiel, an den Börsen, die sehr niedrig momentan sind. Und ich denke, das wäre die vernünftigste Möglichkeit, im Falle von China abzulesen. Steigende Rohstoffpreise, sehr wahrscheinlich einer Erholung China geschuldet. Und damit wäre das Thema vom Tisch. Anders, wenn die Rohstoffpreise fallen würden und negative Nachrichten noch aus China on top kommen zur Immobilienkrise, ich glaube, dann wird das nicht gut verlaufen. Okay, also sozusagen die Richtung der Rohstoffpreise als Indiz dafür, wo es mit der Weltwirtschaft und entsprechend auch mit den Aktienmärkten hingeht. Genau, ja. Ja, okay. Noch einen Punkt, da muss ich leider wieder auf die Staatsverschuldung zurückkehren, diesmal in die Europäische Union. Und das ist auch schon vielfach diskutiert worden, wird aktuell aber totgeschwiegen. Die Zinsdifferenz in einigen Ländern, die wir haben im europäischen Wirtschaftsraum und vor allem im europäischen Währungsraum. Hier besonders betroffen die südeuropäischen Staaten, Italien. Aktuelle 10-Jahres-Rendite ist bei über 4%. Der Markt munkelt, dass es auf 5% gehen könnte. Und in Deutschland vergleichsweise 10-Jahres-Rendite bei 2%. Diese Zinsdifferenz, diese 2%, die machen natürlich für einen einheitlichen Wirtschafts- und Währungsraum keinen Sinn. Heißt nichts anderes, als dass das Vertrauen gegenüber Italien, das Vertrauen des Marktes gegenüber Italien viel tiefer ist als zum Beispiel gegenüber Deutschland. Macht Sinn. Italien hat eine Verschuldung von 150% des Bruttoinlandsproduktes. Aber wir können da sehen, dass die Investoren den Euroraum fliehen. Selektiv momentan nur ausgewählte Länder. Aber diese Zinsthematik kann natürlich ganz schnell auch auf andere Länder übergreifen.
Okay, und auch da wieder dann die Frage, wie man da jetzt konkret eine Verschärfung, Verschlimmerung der Lage erkennen kann. Man könnte jetzt dann zum Beispiel ja halt auf die Renditedifferenz Italien gegen Deutschland schauen, wenn die sozusagen auseinandergeht, wäre das ja jetzt irgendwie ein anderer Ansatz dafür, dass dieses Misstrauen gegenüber dem Euro und dem europäischen Wirtschaftsraum, dass das sozusagen schwindet. Wäre das genau ein Ansatz? Das ist ein okay Ansatz, und ich finde, man sieht das Gesamtergebnis, sieht man ja ganz gut an der Euro-Entwicklung. Der Euro ist ja massiv unter Druck gegenüber dem Dollar. Der Dollar ist natürlich extrem stark gewesen die letzten Wochen, und ein starker Dollar ist natürlich auch nicht hilfreich für die Rohstoffmärkte, aber man kann sicher daran ablesen, wie sich auch der Euro weiterentwickelt. Wenn der auf 80 Cent fällt, dann kann man ganz klar sehen, dass das Vertrauen, das internationale Vertrauen in den europäischen Wirtschaftsraum sicher nicht groß ist. Auch da jetzt nochmal sozusagen als letzte Rückfrage. Der Euro ist ja wieder, hat ja so ein kleines Comeback erlebt, dass er sich wieder etwas verteuert hat gegenüber dem Dollar. Vermutlich wird es da ja so sein, dass wenn der Euro wieder wegkippt, dass dann der Aktienmarkt schon direkt reagiert. Ja, vor allem, ich glaube, die letzte Erholung ist eher der Tatsache geschuldet, dass wir so ein leichtes Rolling Over in der Inflation gesehen haben, in den CPI-Daten letzte Woche in den USA. Die Inflation war etwas niedriger, als der Markt das erwartet hat. Und damit ist natürlich die Fantasie auch zurückgekommen, dass die Zinsen in den USA vielleicht weniger stark erhöht werden. Und das hat den Dollar dann unter Druck gebracht. Ich glaube, es also ist weniger der Tatsache geschuldet, dass der europäische Wirtschaftsraum sich wirtschaftlich erholt, sondern wir schlittern da ja erst rein in eine, wahrscheinlich in eine Rezession, so wie es momentan aussieht. Gut, also vielleicht als Hinweisgeber dafür ein neuerliches, ja, schwächer werden des Euro gegenüber dem Dollar. Genau. Jawohl. Carsten, ich danke dir vielmals für die Einschätzung von euch beiden über die aktuelle Gesamtmarktlage. Ja, was kann man sich als Anleger daraus mitnehmen? Ich meine, von mir wissen es schon einige, dass ich sehr vorsichtig bin und dem gegenwärtigen Anstieg nicht wirklich traue. Aber auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, nicht dabei zu sein bei der aktuellen Rallye. Ihr seht auch diverse Krisenherde, die sozusagen jederzeit wieder hochkochen können. In jedem Fall kann man, denke ich, festhalten, dass wir einen spannenden, vielleicht zu spannenden Winter erleben könnten. Und man auf jeden Fall die Augen offen halten sollte als Anleger am Aktienmarkt. Danke dir, Carsten, und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.